Aber hat Gott nicht seinen Sohn gesandt, um für die Sünder zu sterben? Heißt es nicht irgendwo in der Bibel, dass der das ewige Leben bekommt, der an Jesus Christus glaubt? Doch, Sie kennen sich sehr gut aus, Herr Weber. Aber seien Sie ehrlich, Sie haben doch nicht wirklich an ihn geglaubt. Ich habe seine Existenz nie abgestritten. Nun gut, dann lassen Sie mich es so ausdrücken. Sie haben ihm nicht vertraut. Leben und Sterben von Jesus Christus hatte für Sie im Grunde gar keine Bedeutung. Sie wollten es ja mit Ihren eigenen Taten in den Himmel schaffen. Dass der Sohn Gottes für Ihre Schuld mit seinem Leben bezahlt hat, das wollten Sie nie hören. Denn dann hätten Sie sich ja eingestehen müssen, dass Sie in Ihrem Leben sehr viel Schuld angehäuft haben. Aber in Ihren Augen waren Sie ja gar nicht so schlecht. Ja, aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass mir irgendjemand gesagt hätte, dass es hier so streng zugeht. Habe ich irgendeine Möglichkeit? Ich war doch nicht so schlecht wie manch anderer. Wir haben alles, was Sie getan haben, in diesen Büchern aufgeschrieben. Wir können die Punkte zusammenzählen. Sollten Sie auf 6.000 kommen, hätten Sie es geschafft. Ach, lassen wir das. Aber eins sage ich Ihnen. Sie haben scheinbar überhaupt keine Ahnung, wie es da unten in der Welt zugeht. Da kommt ja niemand hier herein. Wo kommen denn die Menschen her, die es da reingeschafft haben? Ich wette, die haben es genauso wenig verdient wie ich. Hatten wohl genügend Geld, den Eintritt zu zahlen. Sie haben immer noch nicht verstanden, was ich Ihnen mitteilen wollte. Diese Menschen haben eine Eintrittskarte bekommen. Das stimmt. Dachte ich's mir doch. Aber sie haben sie nicht bezahlt. Niemand konnte so viel zahlen. Nur einer. Und der hat gleich für alle mitbezahlt. Es gab eine 6.000-Punkte-Karte ganz umsonst. Wer im Leben seinen Stolz beiseite legte und sich diese Karte von Jesus Christus schenken ließ, weil er einsah, dass er die erforderliche Punktzahl nie und nimmer erreichen würde, der hat hier freien Eintritt. Für die Ewigkeit. Aber warum hat mir das denn niemand gesagt? Das hätte ich doch gleich gemacht. Ich wurde völlig falsch informiert. Ich dachte, man müsse nur halbwegs recht leben. Sie kennen doch mein Motto. Tu recht und scheue niemand. Daran habe ich mich immer gehalten. Können Sie denn gar keine Aussage machen? Nein. Nein. Bleiben Sie doch hier. Kommen Sie zurück. Ich will mein Buch sehen. Bitte. Bleiben Sie hier. Ich bin in der schrecklichen Haut. Nein, 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 nein. Was ist denn los, Karl? Hast du dich geträumt? Was machst du denn hier? Schlecht geträumt? Oh ja, schlecht geträumt. Alles nur ein Traum. Ja, alles nur ein Traum. Bis bald, Herr Weber. Ja, bis bald.